Sonnenschein brauchst du mehr, um glücklich zu sein. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Heute brauch ich dich zum glücklich sein. Wochenend und Sonnenschein. Waren die Sensationsgruppe der 30er Jahre, die Beatles der 30er Jahre, waren die erste Boygroup der Welt. Also wenn es damals schon so eine Verbreitung gegeben hätte mit Medien wie zu Beatles Zeiten, also kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Hallo, hallo. Was machst du heute, Daisy? Hast du heute Zeit? Es ist, als wären sie wieder auferstanden. Die Berlin Comedian Harmonists gründeten sich für ein Theaterstück anlässlich des 70. Geburtstages ihrer berühmten Namensvettern. Inzwischen feiern sie seit 15 Jahren Welterfolge mit Klassikern wie Mein kleiner grüner Kaktus, Wochenend und Sonnenschein oder Veronika, der Lenz ist da. Veronika, die Welt ist grün, drum lass uns in die Wälder ziehen. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, der Lenz ist da. Also ich kenne die Musik seit meiner Kindheit, weil mein Vater hatte auch Schellackplatten gesammelt und sonntags war immer Wunschkonzert, da durften wir als Kinder immer was wünschen. Und ich habe mir immer Wochenend und Sonnenschein gewünscht, man glaubt es nicht, ich fand das irre komisch. Also insofern war eine Affinität da. Und gerade bei Comedian Harmonists so dieses Dadaistische da drin, dieses Verspielte und eben für verschiedene Level, also für Kinder, Erwachsene, für jeden ist was dabei. Naja, es ist, das Besondere an dieser Musik ist auch, im Gegensatz zu irgendwelchen Rockgruppen oder speziellen Sachen oder Opernsängern, dies gefällt im Grunde genommen und das kann jedem gefallen. Also wie gesagt, wir haben wirklich Kinder in der Vorstellung, die können die Texte auswendig mitsingen. Natürlich auch alte Leute, manche haben wir kennengelernt, die haben sogar die Originale noch gesehen auf der Bühne. Wir haben mittelaltes Publikum, also wir haben eine richtige große Bandbreite. Hallo, hallo, wo sehen wir uns, Daisy? Jetzt veröffentlichen die Berlin Comedian Harmonists ihr Debütalbum auf Deutsche Grammophon. Der Titel: Die Liebe kommt, die Liebe geht. Mir den Frühling gebracht, häng an dich bei Tag und bei Nacht, häng an dich immer zu, weil bei Träumen bist nur du. Das ist ja ein besonders schöner Text, weil der so in die Tiefe geht, auch wenn das banal klingt. Die Liebe kommt, die Liebe geht. Es ist so, man verliebt sich und es geht auch mal etwas zu Ende. Man muss sich trennen auch mal im Leben. Aber es wird auch immer so bleiben. Das ist normal. Also es geht über das Sentimentale hinaus. Das ist eigentlich so eine tiefe Wahrheit. Das war auch der Ausgangspunkt, dass wir uns überlegt haben, welche Lieder nehmen wir rauf auf die CD. Also es sind ja Klassiker drauf, also die wir auch schon länger singen, aber dann eben auch Titel aus der Zeit, die Comedians hätten singen können. Neben den Klassikern der Comedian Harmonists und einigen klassischen Arrangements regelrechter Evergreens findet sich auf diesem Album allerdings auch die erste Eigenkomposition aus den Reihen der Berlin Comedian Harmonists. Wir haben auch jetzt über die Jahre probiert, uns so ein bisschen zu emanzipieren und haben aber immer wieder gemerkt, dass wir doch eben Vertreter dieser Original-Comedian Harmonists sind oder jetzt diese neue Revival-Gruppe, wie auch immer, und haben Stücke dann gemacht, die sie gar nicht hätten machen können, also aus den 40ern, 50ern und so weiter, haben wir Coverversionen gemacht. Aber jetzt bei dieser CD sind wir zum Beispiel angekommen, dass unsere erste eigene Komposition von unserem Pianisten mit drauf ist auf der CD und es sind auch erstmalig ganz neue Lieder drauf. Aber wir haben trotzdem darauf geachtet, dass sie im Stile der Comedian Harmonists arrangiert werden und dass wir sozusagen das in die Heutezeit rübertragen. Se dici di lasciarmi, lasciarmi, farò un giorno di più. Neu ist auf diesem Album auch die Instrumentierung. Zum ersten Mal sind die Berlin Comedian Harmonists mit Streicherbegleitung zu hören. Dann hat Paul Bateman aus London hat die meisten Arrangements geschrieben für Orchester und die sind eben wunderbar geworden. Das ist ja auch etwas Neues, was wir ausprobiert haben. Geht das mit Orchester? Heute Nacht hab ich gedacht. Im Grunde sind wir ja 6 Stimmen. Wir sind 5 Gesangsstimmen und die 6. Stimme ist unser Klavier, die sich also auch einbettet sozusagen. Und man muss einfach an diesem Klang immer arbeiten. Das ist aber wie bei jedem Streichquartett oder sonst wie. Man muss einfach üben. Das ist nicht so, dass es einmal fertig ist und dann kann man das abrufen, sondern das muss immer neu justiert werden.
Ich bin der, der ich bin auf der Bühne durch die anderen oder mit den anderen. Man ist ja wirklich Teil dieser Sechsergruppe. Anders geht's gar nicht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Was brauche ich rote Rosen? Was brauche ich rote Rosen? Wir wissen auch, dass wir diesen Stil nicht kreiert haben, sondern wir haben den übernommen von diesen sechs Herren aus der Vergangenheit. Aber ich glaube, wir haben eine ehrliche Sache draus gemacht, wo die auch bestimmt ein bisschen stolz drauf wären, dass das jetzt in die heutige Zeit getragen wurde und immer weiter lebt. Es ist ja auch eine Art Erbe, was wir angenommen haben sozusagen, was wir aber auch weiterführen wollen.